Frau Röder, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrem ehemaligen Lebensgefährten Leonhard Meißner. Frau Röder, Ihr Vorname ist Anna. Sie sind am 2. Oktober 1969 in Bonn geboren, wohnen in Köln. Sie sind ledig. Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Eventmanagerin. Herr Staatsanwalt Römer, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 26. November trennte sich Leonhard Meißner ziemlich abrupt von der Angeklagten, mit der er 10 Jahre lang zusammen gewesen war. Weil sie mit ihm am nächsten Tag noch einmal darüber reden wollte, ging die Angeklagte in das Outdoor-Geschäft, in dem er arbeitet. Er stand auf einer Leiter, um Schals in ein Regal der Weihnachtsdekoration einzuräumen. Nach einem kurzen Streit nahm die Angeklagte einen Skistock und schlug Leonhard Meißner damit in die Kniekehlen. Er stürzte von der Leiter und landete mit dem Rücken in einem Holzzaun, der zur Winterdekoration gehörte. Eine Latte bohrte sich in seinen Rücken und verletzte ihn lebensgefährlich. Anna Röder wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Röder, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen? Ich möchte was sagen. Es stimmt, Leonhard hat mit mir Schluss gemacht. Aber deswegen verletze ich ihn doch nicht. Warum hat sich Ihr Lebensgefährte denn einen Tag vorher getrennt? Ja, von Ihnen am 26. November 2010. Weil er ein Kind von mir wollte und das auch zur Bedingung für unsere weitere Beziehung gemacht hat. Aber ich wollte keine Kinder. Sie sind 41 jedenfalls. Warum kam für Sie kein Kind mehr in Frage? Naja, so mit Anfang, Mitte 30 wollte ich schon Kinder haben. Weil alle Freunde haben geheiratet und haben Kinder bekommen, aber Leonhard wollte nicht. Es passte einfach nicht in sein Lebenskonzept. Ja, er wollte seine Unabhängigkeit behalten. Und wie sah Ihr Konzept aus? Naja, als Eventmanagerin war ich schon damals auch viel beruflich unterwegs. Aber ich hätte meinen Job schon hinten angestellt für eine eigene Familie. Aber für Leonhard kam das nicht in Frage. Also habe ich verzichtet, ihm zuliebe. Was Frauen so tun. Nur, das war jetzt ja die Vergangenheit. Jetzt kommen wir zur Zukunft. Warum kein Kind in der Zukunft? Ja, ich bin 41. Ich fühle mich einfach zu alt für ein Kind. Und außerdem ist eine Schwangerschaft in meinem Alter immer eine Risikoschwangerschaft. Und mal ganz ehrlich, ich möchte nicht mit 55 ein pubertierendes Kind bei mir haben. Nein, also mein Beruf steht an erster Stelle und da passt jetzt auch kein Kind mehr in mein Leben. Da passt ein Kind nicht mehr rein. Ihr Freund sieht das anders, oder? Ihr ehemaliger Freund, um es mal so zu sagen. Der hat gesagt, ich möchte ein Kind und hat ihn das 3 Monate lang auch zum Thema gemacht und ihn auf den Tisch geknallt und hat gesagt, ich möchte wirklich ein Kind, das ist mir wichtig. Und nachdem Sie gesagt haben, nein, ich lasse da nicht mit mir reden, hat er ganz konsequent gesagt, dann trenne ich mich eben von dir. Das war Ihnen jetzt aber auch nicht ganz recht, oder? Und deshalb sind Sie am nächsten Tag zu ihm ins Geschäft gegangen, in dieses Outdoor-Geschäft, wo er arbeitet, weil Sie mit ihm ja noch mal darüber reden wollten. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der hat im Grunde Ihnen gesagt, ich bin mit dir durch. Und das hat er Ihnen gesagt, indem er Ihnen den Rücken zugekehrt hat. Es war in diesem Geschäft eine Winterdekoration aufgebaut mit einem äußerst massiven Holzzaun, Frau Vorsitzende. Das muss man sagen, ganz untypisch für solche Dekorationen. Und diese Latten verlaufen hier in Wellenbewegung. Er stand auf der Leiter und hat gesagt, ich rede mit dir gar nicht. Der hat sie einfach ignoriert. Und das hat sie so wütend gemacht, dass sie von einer Puppe, die dort stand, die Skistücke genommen haben. Nein. Die haben sie ihm in die Kniekehlen geschlagen. Und damit hatte er nicht gerechnet. Und dann ist er nach hinten rübergefallen. Wir wissen natürlich nicht genau wie. Und mit dem Rücken zu liegen gekommen auf dieser Holzlatte. Die hat sich durch ihn durchgebohrt. Man sieht es auf den Fotos im Übrigen ganz gut. Also ich weiß nicht, wenn ich Ihre Ermittlungsakten richtig in Erinnerung habe, Herr Römer, dann war sie doch schon längst aus dem Geschäft raus, eben, als er überhaupt von der Leiter gefallen ist. Das und das kontrollierend haben Sie doch den Skistock kriminaltechnisch untersuchen lassen. Da waren auch keine Fingerabdrücke von hier drauf, das oder? Das ist richtig. Nun sind Skistöcke kommen meistens zu einer Jahreszeit zum Einsatz, Herr Verteidiger, in der man Handschuhe zu tragen pflegt. Es ist nämlich kalt. Und Handschuhe hatten Sie auch an Ende November, als Sie ins Geschäft reingegangen sind, oder nicht? Sie können von Glück sagen, dass sowohl die Leute, die im Geschäft waren, so geistesgegenwärtig waren und ihn nicht einfach aus dem Zaun herausgezogen haben, sondern dass, als die Feuerwehr gekommen ist und die Sanitäter gesagt haben, wir sägen das hier erst einmal ab und lassen es stecken. Den Blutverlust, der ansonsten eingetreten wäre, hätte er nämlich nicht überlebt. Ja, natürlich, ich war wütend. Vor allen Dingen war ich enttäuscht. Ich meine, ich habe damals auch nicht einfach Schluss gemacht, nur weil er kein Kind von mir wollte. Und ich kann Ihnen das gerne mal demonstrieren. Ich bin in den Laden gegangen und habe hier gestanden und er hat dort gestanden. Und zwar mit beiden Füßen auf dem Boden und hat dieser Puppe die Skischuhe angezogen. Und da stand er noch und hing nicht in diesem Lattenzaun. Wollten Sie an diesem Morgen, es war kurz nach 10, etwas Konkretes mit ihm besprechen? Ja, natürlich.
Nachdem er mit mir Schluss gemacht hat, ist Leonard zu seiner Mutter Gisela gefahren und hat dort übernachtet. Er hat sein Handy natürlich ausgemacht. Ja. Und ich bin dann am nächsten Morgen zu ihr hin, zu Gisela hin, und sie hat mir dann gesagt, dass Leonard für einen Kollegen eingesprungen ist und im Laden ist. Ich wollte doch nur, dass er so schnell wie möglich seine Sachen aus der Wohnung holt und dass er den Schlüssel in den Briefkasten schmeißt, mehr nicht. Das haben aber die Zeugen bei der Polizei ganz anderes gesehen. Die haben gesagt, sie haben noch ein wenig herumgetobt und danach ist folgender Satz gefallen. Das ist ein Schlüsselsatz. Und der Grund, warum du ein Kind willst, ist wirklich das allerletzte. Sehen Sie sich den doch mal an. Das habe ich so nicht gesagt. Das haben Sie so nicht gesagt. Sehen Sie sich den Satz doch bitte noch mal an. Gucken Sie sich den bitte an, denken Sie drüber nach. Vielleicht kommt es Ihnen ja wieder, nein, warum Sie dies gesagt haben. Und wir würden jetzt gerne wissen, was ist denn der Grund gewesen, der das allerletzte war? Ich habe es nicht gesagt. Gucken Sie sich einfach noch mal an. Also Herr Römer, was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, Sie greifen Sie ja an über die Motivlage, oder nicht? Sonst haben Sie ja gar nichts. Keine Fingerabdrücke am Skistock, aber alles schon durchgekaut. Sie haben sonst nichts. Und die Frau Harburg, die Kollegin Ihres Lebensgefährten, die hat auch ein Motiv. Da wollen und wollen Sie aber unbedingt nicht dran. Obwohl die Frau seit 20 Jahren bemüht ist, denselben Job zu bekommen, nämlich den Geschäftsführer oder Geschäftsleiter oder Abteilungsleiter oder wie auch immer das heißt bei dem Outdoor-Laden, gehen Sie da nicht dran. Haben Sie da irgendeinen Grund für? Wir werden sehen. Ich habe ja auch Sie geladen, die Frau Harburg. Noch Fragen an die Angeklagte? Die haben wir momentan auf dieser Stelle sitzen, weil keine Fragen da sind. Leonard Meissner, bitte. Sie nehmen Ihren Verteidigerplatz. Sie können ruhig den Zettel mitnehmen. Herr Römer spekuliert ja darauf, dass Ihnen dazu noch Anna, was einfällt. Anna, ja, ich hoffe das zumindest. Anna, komm zurück zu mir. Dass ich mich getrennt habe, war ein totaler Fehler. Das wollte ich dir am nächsten Tag schon sagen, aber du hörst mir ja nicht mal zu. Herr Meissner, setzen Sie sich erstmal bitte hier vor. Guten Tag. Guten Tag. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, Herr Meissner? Wenn man das ja, nicht tut, macht man sich strafbar. Leonard ist Ihr Vorname, Sie sind 43, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Abteilungsleiter in einem Outdoor-Laden. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Das hörte sich jetzt eben für mich so an, als ob Sie nach dieser Geschichte, um die es hier geht, überhaupt gar keinen Kontakt mehr zur Angeklagten gehabt hätten, seitdem Sie also von der Leiter gefallen sind. Ja, das ist so. Ich habe es versucht. Ich war so mehrmals bei unserer alten Wohnung, aber sie hat mich nicht reingelassen, sie hat mich nicht angehört, sie hat sogar das Schloss ausgewechselt. Na gut, ich bin dann zu meiner Mutter. Anna, jetzt gib zu, dass du das warst und damit dieser Albtraum hier aufhört. Ich liebe dich doch. Komm zurück zu mir. Aha, du willst jetzt also unsere Beziehung retten, ja? Aber weißt du, meine Meinung über Kinder habe ich eben nicht geändert. Und ich sitze hier und du beschuldigst mich, dass ich dich verletzt haben soll. Das kann doch wohl keine Liebe sein. Ich habe einen totalen Fehler gemacht. Ich hatte einen Blackout an dem Abend. Aber das musst du einsehen. Verdammt, ich weiß auch nicht weiter. Also jedenfalls waren Sie so enttäuscht, dass Sie mit Ihnen keine Familie haben wollte. Nur früher wollten Sie ja auch keine. Warum haben Sie Ihre Meinung so schlagartig geändert, was ein Kind betrifft? So schlagartig war das nicht. Aber ich habe früher wollte ich meine Unabhängigkeit haben. Ich war viel unterwegs, Freiheit und so weiter. Und als ich dann vor 10 Jahren die Anna kennengelernt habe, da war ich froh, dass ich jemanden gefunden hatte, der genauso tickt. Weil normalerweise tickt in den Jahren ja eher die biologische Uhr. Und wir waren uns da einig. Wir wollten nicht heiraten und Kinder kamen schon gar nicht in Frage. Ja, Sie waren sich einig. Ich habe vorhin ein bisschen was anderes gehört. Die Angeklagte hat nämlich gesagt, sie wäre durchaus bereit für Kinder gewesen. Sie aber nicht. Damals vielleicht, aber ich bin ja inzwischen auch reifer geworden. Ich weiß inzwischen, dass ein Kind das Tollste, Großartigste ist, was man überhaupt haben kann. Ach, Leonard, ich glaub dir nicht. Das kann doch nicht der Grund sein, warum du plötzlich auf einmal ein Kind von mir willst. Ist es aber. Du hast dich verändert. Was ist passiert? Herr Meissner, könnte es vielleicht sein, ohne dass ich jetzt Ihre Tätigkeit in dem Outdoor-Shop da in irgendeiner Form schmälern möchte, dass Sie sich vielleicht unter Ihrer Frau fühlen? Meine Frau ist Eventmanagerin und ich stapel da irgendwelche Wanderrucksäcke ein. Und dass ich da vielleicht drunter leide als Partner und mir dann denke, die mache ich jetzt zur Mutter. Dann sitzt die zu Hause und macht Streuselkuchen und die Verhältnisse zwischen uns beiden sind wieder gewahrt. Nein, lächeln so milde. Kein Volltreffer. Das ist mein absoluter Neben, netter Versuch. Aber ich stapel da nicht irgendwelche Sachen. Das gehört dazu als Abteilungsleiter, der ich inzwischen bin. Und da ist mein Ego durchaus befriedigt mit dieser Tätigkeit. Ist schön, das hört man gerne von seinen Mitmenschen. Wo Sie gerade bei Abteilungsleiter sind, das ist ja eine
Stellung in dieser Firma, die wurde Ihnen ja mal irgendwann, nicht streitig gemacht, aber da gab es ja eine Mitbewerber, oder nicht? Frau Harburg, die 20 Jahre treu wie ein Esel im Weinberg des Herrn geschuftet hat, die hat vielleicht die Nikis da eingeordnet, und die ist es dann nicht geworden. Ja. Da sagen Sie aber trotzdem, bei uns im Laden ist das ganz cool und da macht die nichts, die Frau Harburg, die findet das toll. Die Frau Harburg ist eine nette Kollegin. Ja. Die hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Das war Anna. Alles spricht dafür und sie soll es zugeben. Die Angeklagte soll nämlich, so haben es andere Zeugen gesagt bei der Polizei, einen Satz noch zu Ihnen gesagt haben. Und der Grund, warum du ein Kind willst, ist wirklich das allerletzte. Welchen Grund für diesen plötzlichen Kinderwunsch hatten Sie denn? Ich weiß auch nicht, was sie sich da zusammengereimt hat. Das müssen Sie fragen. Das haben wir leider schon gemacht, aber sie hat uns darauf nichts sagen können. Also wie auch immer, dann lassen wir die Geschichte mit diesem Satz mal weg. Jedenfalls vorübergehend. Herr Meiser, nochmal zurück zur ganzen Geschichte. Die Angeklagte ist also in dieses Geschäft gekommen. Und soweit ich gelesen habe, in dem Moment, als Sie dabei gewesen sind, dieser Puppe Skistiefel anzuziehen. Und dann sind Sie nicht zu Wort gekommen. Ja. Und weiter. Sie ist irgendwie aus dem Laden raus oder hat so getan, hat sich wahrscheinlich in Wirklichkeit hinter den Regalen versteckt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt, bin diese ominöse Leiter hochgeklettert, habe Schals einsortiert im oberen Regal. Und das Nächste, was ich weiß, ich kriege einen Schlag in die Kniekehlen, verliere das Gleichgewicht, lande irgendwie halb mit dem Rücken in diesem Lattenzaun. Die Latten bohren sich in meinen Rücken, einer verletzt mich schlimm. Ich bin von den Schmerzen dann ohnmächtig geworden. Ich will da eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden. Wann sind Sie wieder zu sich gekommen? Ich muss das aber fragen. Ja, 10 Minuten, eine Viertelstunde später, als die Rettungskräfte um mich rumstanden, kam ich wieder zu mir. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, obwohl die mich gespritzt hatten mit irgendwas, haben sie gesagt. Aber naja, und dann, die haben die eine Latte abgesägt. Weil sie, wenn sie sie rausgezogen hätten, wäre ich vielleicht verblutet. Wusste man nicht, musste erst ins Krankenhaus. Da war ich übrigens 4 Wochen. Ich hätte auch querschnittsgelähmt sein können. Ein Stückchen weiter daneben. Und Anna, gib endlich zu, dass du es warst. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das haben die anderen im Laden doch auch mitgekriegt. Frag mal Nadine. Aber nicht. Die kennt dich auch nicht so. 10 Jahre lang kenne ich dich so nicht. Die hat auch gesehen, dass du völlig durch den Wind warst. Noch Fragen an den Zeugen Meissner derzeit? Da möchte ich genau mit dieser Arbeitskollegin fortsetzen. Nadine Harburg, bitte. Bleibt unfertig. Nehmen Sie doch mal bitte an der Seite Platz. Frau Harburg. Guten Tag, Frau Vorsitzende. Ich bin Marco Harburg. Ich begleite heute meine Frau. Ich möchte hier ein bisschen dabei stehen. Das ist doch schön. Darf ich mich Selbstverständlich. Unterstützen Sie ruhig Ihre Frau, aber stillschweigend seien Sie so nett. Frau Harburg, Sie nehmen doch bitte hier vorne Platz. Aber dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Harburg, Nadine ist Ihr Vorname, Sie sind 38 Jahre alt, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf genau? Ja, ich bin Verkäuferin in dem gleichen Outdoor-Geschäft wie Leonard. Wir sind Kollegen. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja, ich kenne Anna nur von Firmenfeiern, wenn auch die Partner mit eingeladen waren. Sie waren am 27. November 2010 ja auch beschäftigt in dieser Abteilung Wintersport Outdoor. Haben Sie etwas von der Auseinandersetzung zwischen der Angeklagten und ihrem damaligen Partner mitbekommen? Ja, also ich stand ungefähr so 3 Meter von Leonard entfernt, als Anna dann ins Geschäft reingekommen ist. Und ich habe aber ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen, weil ich bin dann in den Mitarbeiterraum gegangen, weil die ganze Situation war mir ziemlich unangenehm und ich wollte die beiden auch alleine lassen. Wann sind Sie wieder zurückgekommen ins Geschäft? Ich bin dann zurück, als Luisa, das ist eine andere Kollegin von uns, dann um Hilfe geschrien hat. Dann bin ich sofort raus und sah dann Leonard an diesem Zaun hängen. Es war absoluter Horror. Das denke ich auch. Frau Harburg, die Angeklagte hat zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten kurz vor der Tat gesagt, und der Grund, warum du ein Kind von mir willst, ist wirklich das allerletzte. Haben Sie das mitbekommen? Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum Leonard aus irgendeiner Berechnung heraus ein Kind mit Anna haben will. Ich denke, Leonard wollte schon immer Nachwuchs haben. Woher wollen Sie das bitte wissen? Hat Herr Meissner Ihnen das so gesagt? Nein, also das ist einfach jetzt nur so eine Vermutung, weil ich meine, ich kenne Leonard ein bisschen. Wir sind Kollegen und wir unterhalten uns auch mal ein bisschen über private Dinge. Und so wie ich ihn einschätze, hat er einfach aus Liebe zu Anna
darauf verzichtet, auf bezüglich ihrer beruflichen Selbstverwirklichung. Bitte, so ein Quatsch! Doch. Leonard hat immer Rücksicht auf sie genommen. Wenn wir nach der Arbeit mal zusammen was trinken gehen wollten, hat er aus Liebe zu seiner Freundin, ist er zu Hause geblieben, weil sie krank war. Er hat sie wirklich auf Händen getragen. Umso schlimmer ist es, dass sie ihn jetzt so verletzt hat. Ich habe es nicht gemacht. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich frage mich wirklich, woher Sie so viel über unsere Beziehung angeblich wissen. Ich meine, Sie sind die Kollegin von meinem Ex-Freund, aber wir haben uns nur 3-mal gesehen. Das wundert mich aber. Das reicht anscheinend. Für den Träumer oder für den Realisten, Herr Römer? Für den Träumer oder den Realisten, Frau Harburg? Eins wundert mich. Ein Zeuge hat ja die Möglichkeit, wenn er befragt wird durch Gericht oder Staatsanwalt, Tatsachen zu bekunden. Ja? Dann beantwortet er die Fragen und dann ist es gut. Darauf beschränken Sie sich aber nicht. Sondern mir ist aufgefallen, dass Sie, obwohl wir das Gegenteil schon wissen, die ganze Zeit versuchen, Sie in die Tinte zu ziehen. Er hat selber gesagt, vor 10 Jahren wollte ich keine Kinder haben. Jetzt geben Sie ihm ein Leumundszeugnis, das ist also ganz oben. Und das Leumundszeugnis für Sie, das ist miese. Das ist eine Egozentrikerin, die sich nur für sich alleine interessiert hat. Und der hat eigentlich eine wundervolle Familie haben wollen. Und so weiter und so weiter. Und ich frage mich, warum Sie das tun, Frau Harburg. Aber mal eine ganz andere Frage. Vielleicht klärt sich das dann mit der richtigen Beantwortung. Wie lange arbeiten Sie in dem Outdoor-Laden? Ja, schon seit 20 Jahren. Ich habe da meine Ausbildung gemacht. Seit 20 Jahren. Das ist eine halbe Ewigkeit, würde man heute sagen. Oder wer ist prozentual heute 20 Jahre in einem Betrieb? Frau Harburg, haben Sie da mal irgendwelche Avancen gehabt, mehr zu werden? Ja, klar. Die Beförderung zur Abteilungsleiterin stand ja auch an. Richtig, davon habe ich auch gehört. Ist aber nichts geworden. Nein, die ist ja jetzt andersweitig besetzt worden, wie Sie wissen, von Leonard. Jetzt. Genau, so. Das ist ja irgendwo zu verbinden, wenn man das Wochen vorher zur Kenntnis nehmen muss oder sowas. Aber wenn ich das so vom Akteninhalt richtig in Erinnerung habe, Sie verbessern mich, Herr Römer, dann haben Sie das doch an dem Tag, wo das alles hier mit Leiter und dem Skifahrer und dem Zaun passiert ist, wenige Minuten vorher gehört, oder nicht? Wenige Minuten vorher haben Sie, voller Hoffnung, nach 20 Jahren werde ich erhört und werde Hauptabteilungsleiterin oder was auch immer, von Ihrem Chef gehört, tut mir doch fürchterlich leid, sinngemäß, Frau Harburg. Aber jetzt haben wir uns doch nicht für Sie entschieden, sondern für den Leonard. Ich weiß ganz genau, was Sie hier wollen, von mir hören wollen. Es ist nicht so gewesen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein schlechtes Gewissen ich hatte. Weil diese Winterlandschaft, das war meine Idee. Aber niemand konnte wissen, dass sowas Schlimmes passiert. Außerdem, wenn ich ganz ehrlich bin, ich gönne Leonard diesen Posten. Er hat sich wirklich gut gemacht in der letzten Zeit. In der letzten Zeit. Warum haben Sie so viel Verständnis dafür? Sie wollten die Position doch auch haben. Ja, aber ich habe mich aus familiären Gründen einfach in der letzten Zeit schlecht gemacht. Und da war es einfach nur fair, dass ich diese Stelle an Leonard abgegeben habe. Also, Entschuldigung, dass ich mich da einmische, Frau Richterin. Aber Nadine hat wirklich alles andere im Kopf als diese Position. Sie müssen wissen, vor einigen Monaten ist unsere kleine Tochter bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und das hat uns natürlich schwer mitgenommen, wie Sie sich vorstellen können. Und da hat meine Frau, weiß Gott, andere Sachen im Kopf. Lieb, dass du helfen willst, Marco, aber das hat jetzt hier nichts damit zu tun. Ja, das finde ich auch. Das mit Ihrer Tochter tut mir leid. Wie alt war sie denn? 3 Jahre alt. Wollen Sie uns noch sagen, wie das passiert ist? Ja. Maike hatte einen Unfall. Sie ist mit ihrem Dreirad vom Auto erfasst worden. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, ein Kind zu verlieren. Ich wusste gar nicht, wie ich weiterleben sollte, wie der nächste Tag, wie ich den überstehen sollte. Und in dem Moment ist doch alles ist in den Hintergrund gerückt. In diese Beförderung, die war mir sowas von egal. In dem Moment wollte ich einfach meine Tochter wieder zurückhaben. Ich wollte, dass Maike wieder zum Leben kommt. Aber da war mir die Beförderung noch sowas von Entschuldigung. Das war mir so egal. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man als Frau kein Kind haben will. So wie Anna. Und vor allen Dingen den Beruf vorzuziehen vor einem Kind. Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist mit Maike. Wirklich, das tut mir sehr leid. Aber das gibt Ihnen noch nicht mehr das Recht, mich hier so abzuurteilen. Ich habe eben ein anderes Lebenskonzept. Und zwar ohne Kinder. Noch fragt an die Zeugin Harburg. Vielen Dank, Frau. Dann möchte ich erstmal mit der Mutter des Geschädigten fortsetzen. Gisela Meissner, bitte. Frau Harburg, nehmen Sie bitte hinten Platz. Frau Meissner, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Meissner, dass man
bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wie man sitzt, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Gisela ist Ihr Vorname. Sie sind 63, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Hausfrau. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Die Anna Röder ist ja am Morgen des 27. November zuerst zu Ihnen gekommen, weil sie mit ihrem Sohn hat sprechen wollen. Und der hat am Abend vorher ja zu Ihnen geflüchtet, kann man sagen, weil die beiden sich getrennt hatten. Welchen Eindruck hat die Angeklagte an dem Morgen auf Sie gemacht?